Hey Leute, welcome back to Begreif's. Nein, welcome to Revolution Football. Vielleicht fragen sich jetzt ein paar, hä, was ist denn passiert? Warum hat er jetzt auf einmal den ganzen Namen von seinem Channel geändert? Ja, Leute, es ist einfach viel passiert jetzt, diese Season, dieses Jahr. Und das will ich euch jetzt einfach mal ganz kurz und knapp mal hier erzählen. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht zu lang. Die Season lief nicht, wie ich es mir gehofft habe, muss ich sagen, für uns. Ich habe mindestens eigentlich einen Klassenerhalt mir erwünscht. Und es ist leider nicht passiert. Was, finde ich, daran lag, dass halt viele Spieler nicht im Training waren, nicht viel extra gemacht worden ist, etc. Ich bin ja immer so dabei, immer mehr zu machen als manch anderer. Aber ja, lag vielleicht auch noch ein paar andere Faktoren natürlich. War schade. Gerade für die Leute, die sich immer angestrengt haben in dieser Mannschaft. Aber nun gut. Und während der Season habe ich mir schon gedacht, okay, es laufen so ein paar Sachen nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle. War nicht so, nicht mehr ganz so zufrieden. Und somit habe ich dann im Endeffekt jetzt mich entschieden, die Greifs zu verlassen. War auch privat halt viel Stress, weil ich mich wirklich komplett in diesen Verein rein, naja, mich richtig reingemischt habe. Ich habe administrativ viel gemacht. Ich war immer am Start, wenn es irgendwo was zu helfen gab oder irgendwas zu machen oder irgendwelche Ideen reingebracht hat. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gemacht für diesen Verein. Wurde mir hin und wieder mal gedankt, hätte man da bisschen mehr manchmal gewünscht, muss ich sagen. Aber ist alles im Guten jetzt auseinandergegangen, also von meiner Seite her auf jeden Fall. Braucht er jetzt einfach ein bisschen Abstand. Ich trainiere aber noch die Jugend. Machen wir ja eh mit dem KIT zusammen. Macht auch mega Spaß. Die Leute sind, ey, wirklich, da macht es richtig, richtig Bock hinzugehen, weil ich sehe das Strahlen bei den Jungs und macht echt Spaß. Ja, und somit habe ich mich, wie gesagt, entschieden, die Greifs zu verlassen und bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Team. War jetzt auch schon, habe jetzt auch schon ein paar besucht. Einmal die Schwäbisch Hall Unicorns, wo auch ein paar Leute aus Karlsruhe sind, ein paar Freunde von mir, die da spielen. Ein paar bei der U1, also Unicorns 1 von der GFL 1 natürlich. Und ich war bei den Unicorns 2, die spielen in der Oberliga. Training war mega, hat richtig gebockt. Ich habe da wirklich auch das Strahlen bei den Leuten gesehen und wie professionell das ganze Training abläuft. Aber ich glaube nicht, dass es für mich was wird. Trainingstage sind für mich genau komplett falsch, da ich ja selbstständig bin und genau an den Tagen ein bisschen länger arbeiten muss. Und es dann einfach immer viel zu knapp ist, ob ich es ins Training schaffe, weil es ist eine 1,5 Stunden Fahrt. Und wenn ich da schon eine halbe Stunde zu spät komme, dann, nee, das ist, dann kann ich auch nicht mit der Mitfahrgelegenheit mitfahren, etc. etc. Viele Gründe. Wird wahrscheinlich nichts, auch wenn es mega schade ist. Ich hätte richtig Bock gehabt, aber wird wahrscheinlich nichts. Dann war ich jetzt ein paar Wochen bei den Pforzheim White Dogs Training. Hier steht schon ein bisschen mit. Die spielen in der GFL 2 und in der Bezirksliga, weil die haben auch zwei Mannschaften. Natürlich probiere ich in die erste zu kommen. Das ist auf jeden Fall immer mein Ziel. Falls ich mich denen anschließen werde, auf jeden Fall Minimum. Geht nicht anders. Weil einfach auch bei mir jetzt, ich bin 36, jetzt will ich nochmal Gas geben, zeigen, was ich kann, dass ich höher spielen kann, dass ich da die Leistung bringen kann. Und ja, deswegen, also Pforzheim Wild Dogs, jetzt schaue ich mir aber auch noch die KIT Engineers an. Bei denen bin ich heute. Wir trainieren ja schon zusammen die Jugend. Also das sind ja auch ein paar Spieler der Engineers, die ja auch in der Jugend Trainer sind. Mit denen verstehe ich mich auch recht gut. Und schaue es mir einfach an. Lass mich da auch nicht von anderen irgendwie beeinflussen. So, oh, mach das nicht, mach dies nicht, geht da nicht hin. Ich mache, was ich will. Ich habe früher oft genug auf andere gehört und jetzt, nee, jetzt ist meine Zeit, wirklich. Und ja, so ist es jetzt gelaufen. Ja, ich habe jetzt auch hoffentlich endlich mehr Zeit, Videos zu machen. Will da jetzt ein bisschen mehr dranbleiben. Habe jetzt auch vor, meine Schmerztherapie ein bisschen zu zeigen, weil ich habe richtige Schmerzen an den Schultern, was halt natürlich auch vom Football kommt, ist ja klar. Und habe da jetzt den Raphael, der echt ein richtig guter Sporttherapeut ist. Ich werde ihn auch nochmal wahrscheinlich hier irgendwie einblenden. Seine ganze Firma, wo das ist. Und habe das jetzt auch schon, das erste Video gemacht und werde es dann wahrscheinlich erst noch zusammenschneiden und auch noch präsentieren. Weiß aber noch nicht, ob ich so die ganze Therapie mache oder immer nur Stück für Stück. Das entscheidet sich noch, weil ich will eigentlich nicht so lange Videos raushauen. Und was halt jetzt noch passiert ist, das wird jetzt auch so das Letzte sein, was ich sage.
Ich bin jetzt offiziell Ambassador für American Sports Unlimited. Das sind die, ist die Marke, von denen ich auch jetzt das Eyeshield habe. Und habe da jetzt noch ein paar andere Sachen bekommen, die ich jetzt auch noch euch dann präsentieren werde. Fand ich mega cool, dass sie eine Collaboration mit mir machen wollten, auch wenn es so ein kleiner Channel ist. Aber fand ich echt mega nice. Danke auch nochmal dafür. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hit me up. Ihr kennt meinen Instagram-Account, werde es auch nochmal hier irgendwie einblenden. Hier, da, da. Weiß ich noch nicht. Irgendwelche anderen Fragen. Ja. Und ich danke auch meinem Kevin. Kevin ist kein Spieler. Er kam auf mich zu über Instagram, hat gemeint: Hey du, ich habe mir all deine Videos angeguckt. Ich habe jetzt mega Bock auf Football und suche mir jetzt ein Team. Er hat dann gemeint: Das einzige Team bei mir in den nächsten sind die Forza Wild Dogs. Ich so: Digga, da trainiere ich gerade, komm vorbei, schau es dir an. Er hat jetzt noch Probleme mit dem Knie, hat er mir erzählt. Und danach wird er auch mal vorbeikommen. Und ich finde es sau cool, dass so ein kleiner Channel, wie ich es bin, schon Leute erreicht und den irgendwie noch einen anderen Pfad in ihrem Leben gezeigt hat, weil Football ist einfach mega, solange man einfach dran bleibt. Mir hat schon einiges geholfen, aber ich hatte auch einiges an Stress, aber da bin ich auch selbst als verantwortlich für gewesen. Aber ja, das war's jetzt erstmal. Wie gesagt, Fragen oder sowas einfach per Instagram anschreiben. Sonst wünsche ich euch viel Erfolg, Leute. Es ist Off-Season, das heißt grinden, das heißt Starter werden. Bleibt dran, okay? Keep on ballin'. Peace.